So, ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Euro Truck Simulator. Und zwar tatsächlich komplett neu, ne? Wie vor 2 Wochen für euch. Gut, für mich auch. Bei ATS fangen wir tatsächlich auch bei ETS neu an. Muss ich erstmal hier ganz kurz. Warte kurz hier. Euro Truck. Bitte. So. Perfekt. Genau. Wir fangen tatsächlich neu an. Hab ja auch schon was vorbereitet. Haha. So, ich hoffe, mein Auto funktioniert. Ja, sieht gut aus. Genau. Einfach, weil wir aktuell bei ETS und bei ATS im Let's Player schon im Endgame waren. Und auch Endgame natürlich schön ist, aber jetzt fürs Let's Play vielleicht nicht so interessant. Deswegen, ja, fangen wir, wie gesagt, komplett bei Null an. Ich spiele ab jetzt auch tatsächlich mit der Steam-Version. Also nicht wundern, wenn ihr diverse irgendwelche Achievements aufploppt und so ein Scheiß. Man kennt es. Und ja, ich würde mal sagen, wir hatten letztens ja hier unten begonnen. Ich weiß noch nicht genau, wo wir diesmal beginnen wollen. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen zwischen hier unten oder hier oben irgendwo. Wir könnten... Ja, gute Frage. Ich glaube, ich nehme mal Lati. Oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Lati. Lapis Lazuli. So. Nein, Tutorial kennen wir ja bereits aus der, ne? Also, es ist jetzt quasi eine neue Staffel, aber die Folgen werde ich 1 zu 1 einfach weiterzählen, also das ist jetzt Folge 241. Genau. Es wird halt eine neue Playlist geben und wie gesagt, ne, neues Spiel. Passt auch gut, weil, ne, gibt's viele neue Änderungen jetzt. Wir spielen jetzt mit der 1.50. Da hat sich die gesamte GUI geändert, man sieht hier schon, ne, neues Design und sowas alles, also es macht auch, es hat sich tatsächlich alles so gut zusammengefügt, dass ich mir dachte, ja, wann neu anfangen, wenn nicht jetzt. So, willkommen in Euro Truck Simulator 2. Endlich hast du die Chance auf einen Traumjob, das Fahren eines LKWs, also deinen Traumjob. Deine eigene Transportfirma hat nun ihre Pforten geöffnet. Leider fehlt dir aber das Kapital für einen LKW. Bis auf Weiteres wirst du daher als Angestellter für andere Speditionen arbeiten müssen. Gut, die Frage ist eigentlich, wie lange das eigentlich noch gilt, nämlich jetzt mit dem Gebrauchtmarkt. Dein Auftrag ist es, eine Ladung Schafswolle für Asal sicher zur Entladestation nach Kuwola zu bringen. Dein Arbeitgeber hat dich mit einer Suchmaschine ausgestattet und will sämtliche Spesen tragen. Fahre sorgsam und sehr pünktlich. Das kriegen wir doch hin. So, wir haben natürlich hier unseren wunderschicken Volvo wieder ausgewählt. Auch wenn ich es schade finde, dass er, also ne, man kann ja, wenn man sich Profil anlegt, kann man ja sich einen Traum-LKW auswählen. Und das ist der einzige, na gut, nee, es hat 2 Eigenschaften. Also zum einen ist die allererste Mission, die man fährt, mit dem LKW, den man sich ausgewählt hat. Und zum anderen, es wird ein LKW-Händler von der Firma, von dem der LKW ist, den man sich ausgesucht hat, wird von Anfang an freigeschalten. Also wir haben aber jetzt von Anfang an einen Volvo-Händler, glaube ich. So, genau, wie gesagt, hier komplett neue GUI. Hat sich also einiges geändert, under the hood, auch. Also, die Grafik-Engine basiert immer noch auf DirectX 11, aber es ist halt eine neue Grafik-Engine, oder zumindest eine stark bearbeitete Grafik-Engine. Man hat jetzt hier auch immer dieses wunderschöne Startmenü, das nennt sich jetzt hier auch Desktop. I don't know. Und man kann jetzt hier alles über dieses Menü erreichen, weil hier unten das Menü, das ändert sich immer je nachdem, wo man drin ist. Und das Menü, das ist jetzt immer gleich. Das heißt, man kann sich hierüber relativ gut navigieren. Und ja, wie gesagt, under the hood hat sich auch eine Menge getan. Es gibt jetzt zum Beispiel auch elektrische LKWs endlich. Mittlerweile gibt es jetzt sogar schon 2. Einmal ein Renault und einmal ein Scania. Ja, aber wir fangen erstmal mit unserem
Traum-LKW. So. 73 Kilometer. Zeit zu gehen. Ich bin ganz schön leise. Oder meine Kopfhörer sind zu leise. Ah, meine Kopfhörer sind zu leise. Aber ich muss sowieso noch ein bisschen was einstellen. Option. Erstmal gucken, ob hier alles passt. 100, da sind wir. 1, hoch, ultra hoch und ultra hoch. Und die Ultras. Okay. Dann war noch Audio. Genau, dich muss ich auf 50 heben. Dich muss ich auch auf 50 runter setzen. Und alles andere, Radiolautstärke war glaube ich 16%. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Das sollte soweit alles passen. Mehr ist ja eigentlich nicht. Okay. Ah, ja, jetzt passt von Audio. Ah, schon viel besser. Schnieke. 57 PS, ja, leg mir am Arsch. Wie viel Gewicht haben wir überhaupt? Ja, 13 Tonnen. So. Da vorne ist der Ausgang. Okay. Ist das unsere Garage? Ja, ne? Ja, wir sind da gerade in Leidy. Das ist unsere Garage. Ha. So. Dann rollen wir mal langsam vom Hof. Oh, halt. Mir fällt noch ein, ich muss ja noch Verkehr einschalten hier. Ach, leck doch mal. Ist er hier? Meh. Nah. Geh. Traffic 1. So. Ja, das ist jetzt das Problem, dass es halt meine Steam-Umgebung ist. Dadurch, dass ich die auch privat nutze. Ja, habe ich halt dort letzter Zeit ohne Verkehr gespielt. Weil wir halt hier auch Multiplayer spielen. Und ja. Wir müssen erstmal warten, bis Verkehr kommt. Aber cool. Jetzt die Straße ist frei. Let's go. Biege nach links ab. Du ja. Biege nach rechts ab. Was? Ist zu schwer? Junge, sind gerade mal 16 Tonnen. 13 Tonnen. Naja. So. Demnächst links abbiegen. Erstmal ein bisschen Musik hier anschmeißen. Ach, guck mal, jetzt behalten sich sogar, dass es Shuffle ist. Was, war das jetzt auch schon so? Hm, wer weiß. Biege nach links ab. So. Ah, da kommen die ersten Autos. Hatte ich gerade noch zwei Autos? Naja. Oh, das sind Freihändler. Ja, lol. Direkt von raus, ja. Let's go. Immer geradeaus. Was? Achso. Ach, wieder ein schönes Gefühl. Mal wieder komplett durchzustarten von null. Spielst du das Musik so laut? So. Wir müssen nach rechts, okay. Ja, die Elektro-LKWs, die es jetzt gibt, wie gesagt, aktuell zwei Modelle. Die sind aktuell nur bei Schnellmissionen verfügbar, einfach weil noch keine Infrastruktur dafür da ist, also Elektroladesäulen und sowas alles. Und dementsprechend gibt es die Elektro-LKWs, die beiden Modelle aktuell nur für schnelle Missionen und auch nur bei relativ kurzen Missionen. Ja, und ich hoffe einfach mal, dass man sie auch irgendwann mal in ein paar Versionen dann auch selber kaufen kann, wenn dann die Map entsprechend überarbeitet wurde.
links ab. €2.000. Wir Armschlucker. Tja, ich weiß nicht. Ich glaube, war gut. Ja. Wie gesagt, das wirkt irgendwie so gerade so selten bei mir in meinem, auf meinem Kopfgehirn. So leise, aber ich glaube mal 4 ist doch ein bisschen zu leise. Ne, weil wir hatten früher ja auch immer auf 4 Punkte gemacht, die Lautstärke. Aber der Balk ist jetzt breiter. Von daher. Sind damals 4 Balken, jetzt 6,5 Balken oder irgendwie so. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Ich dachte, wir sind hier auf der Autobahn und ich kann direkt die 80 fahren, aber jetzt können wir 80 fahren. Oder 75. Ja, wie gesagt, also genau, wir spielen mit der Version 1.50. Und tatsächlich hat sich da auch bei der Engine viel getan. Wie gesagt, zum einen wollen die jetzt langsam auf der X12 umschwenken. Und zum anderen haben sie aber auch an der Hot eine Menge getan. Zum Beispiel, lädt das Spiel jetzt die Objekte asynchron, endlich. Das heißt, das extreme Stockern von dem Spiel, selbst auf leistungsfähigen Rechnern, hat sich gebessert. Und dann kamen natürlich auch so ein paar Schmackeleien dazu, unter anderem gibt es jetzt ordentlich Fahrshadows. Das heißt, wenn man große Objekte hat, also Häuser zum Beispiel, die weit entfernt sind, oder zum Beispiel im Tunnel fährt, dann hat man nicht, dass der Schatten auf einmal aufhört und dann die Sonne da ist. Also es ist leider immer noch, aber nicht mehr so stark. Und wie gesagt, auch weit entfernte Objekte haben jetzt Schatten. Wobei es nur feste Objekte sind. Also Fahrzeuge, ne, so wie man hinten sieht, Autos und so haben keine Schatten. Ja. Oh, da vorne ist schon das Ziel, Alter. Gar schon wieder so kurze Mission. Du musst den pushen mit dem Scania, du! Das ist ein Trauerspiel. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. War ein bisschen eng, aber gut. Ich hasse es, über diese Mittelinseln im, ja, so nah an der Kreuzung oder in dem Fall T-Stück.
Das schränkt halt unnötig dein Rangierspielraum ein. So unfair. Biege nach rechts ab. Jetzt hier zum Beispiel kann ich einfach auf die andere Spur fahren. Und es interessiert niemanden. Demnächst rechts abbiegen. Bei Saw müssen wir rein. Ha. Biege nach rechts ab. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Haha, unsere erste Mission ausgezeichnet, Digga, was geht? Das ist eine Firmenzentrale. Eine sehr schlichte Garage. Nichts Besonderes, aber immerhin ein Anfang. Leider hast du noch nichts, was du dort abstellen könntest. Deshalb kannst du auch keine LKW sehen. So traurig. Hast du erstmal genug Geld verdient, um dir eine Zugmaschine zu kaufen, kannst du dich hier frei bewegen und deine Geschäfte von hier betreiben. Viel Glück. Nice. So. Ja, genau. Manche Informationen sitzt hier oben. Zum Beispiel mein 7-Tages-Profit. Das könnt ihr jetzt leider nicht wirklich sehen. Wobei doch, den 7-Tages-Profit könnt ihr sogar sehen. Aber LKW-Anzahl, Fahranzahl könnt ihr durch die Kamera nicht sehen. ja, gut. Ja. So. Ja, würde ich mal sagen, gucken wir gar nicht groß drum herum, sondern gehen direkt mal wieder hier, das Einzige, was wir aktuell machen können, schnelle Aufträge. Achso, und was ein bisschen schade ist, dadurch, dass jetzt hier nicht mehr das E-Mail-Symbol zu sehen ist, sieht man auch nicht direkt, wenn man neue E-Mails bekommen hat, sondern man muss wirklich immer auf die Firma gehen. Und gucken, ob da was getan sich hat tun machen. So. Siehst du, ihr könnt ja mal gucken, ob es schon elektrischen LKW gibt. Hohoho. Oh, scheinbar nicht. Nö. Oh, das ist ja schade. Gut, dann wollen wir mal gucken. Ich würde gerne direkt anfangen, auch so ein bisschen mich in der Welt zu verbreiten, damit wir auch möglichst schnell schön lukrative Aufträge bekommen. Bukarest, das klingt doch schön. So, da haben wir ein Scania Kugelventile. Aha. Volvo Postpakete. Das sieht doch wie eine schöne Strecke aus. Außerdem 11 Tonnen, easy. Aber nicht so viel Last zu transportieren, zu tragen. Warum ist mein Mikrofon schon wieder so zugestaubt, ey? So. Fahrt vorsichtig. Hey. Ich freue mich schon, wenn wir die ersten Tandem-Auflieger haben. Das wird ein Spaß. So, okay. Und schon haben wir 3000 Euro. Nice. Ernsthaft? Digga, da kann ich ja nicht mal mein Tempomat benutzen.
What the hell? Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Geradeaus und dann rechts halten. Okay. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Demnächst rechts abbiegen. Rechts abbiegen und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Links halten und dann links ab. Biege nach links ab. Demnächst links ab. Biege nach links ab. Wieder Rückspiegel, ey. Komm, schaut mal einmal nicht auf dem Bildschirm, bumm, direkt Unfall. Let's go.
Wie im Echten. Das Spiel ist einfach zu realistisch. Mal schauen, wie viele Aufnahmen ich jetzt mache. Langsam kommt die Dämse. Die restlichen Aufnahmen mache ich dann wieder heute Abend. Vielleicht dann wieder daran, dass wieder alles hier dunkel ist. Außer meine Bildschirme. Überholt ihr mich einfach? Oh, weil ich jetzt langsam fahre. Ja, hier vorne war aber auch keine 80. Gut. Vielleicht wie in der City hier. Kann sein. War das da hinten nicht genau die Rampe, wo wir letztens... Ah ne, war es noch nicht. Wir hatten letztens, ich weiß nicht, gar nicht mehr, ob es bei ATS oder bei ETS war, glaube ich bei ETS, wo wir uns auf so eine Rampe aufgestellt haben. Wegen Foto machen. Aber ja, das war... Höchstwahrscheinlich nicht hier. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. So, wollen wir mal sagen. Sehen wir uns denn dann zu einer, zur Spiel irgendwann wieder.